Game House Original Stories Blue Giraffe aus Holland. Start des Spiels. Und damit Hallöchen. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Hearts Medicine Doctor's Oath. Die Lizzie hat mich damit sehr angefixt und ich habe es auch schon sehr gesuchtet und jetzt werde ich es auch mal aufnehmen mit einem neuen. Ich zeige euch nochmal kurz meinen Spielstand, wie es bei mir gerade schon aussieht. Ich bin Level 21. Ich habe hier schon einiges getan. Aber wir fangen natürlich noch neu an. Und zwar sind wir. Gibt's so viele. Jo viele Charaktere gibt es. Ich nehme. Wie hieß die? Princess, genau. Ich nehme Princess. Und jetzt starten wir ein neues Spiel. Also, nochmal. Und jetzt kommt ein Video. Monate zuvor. Eigentlich heißt es 3 Monate zuvor, aber im Deutschen ist die Zahl einfach verloren gegangen. Hearts 4 Medicine Doctor's Oath. Ich habe mich, seit Lizzie das Spiel spielt, habe ich mich schon gefreut, diesen Witz zu machen. Das ist einfach Hearts 4 Medicine, weil es ist der vierte Teil. Also, versteht ihr meinen Witz? Okay. Guten Morgen, Dr. Ermi. Ich bin ja sogar pünktlich. Ja, gerade doch. Wollen Sie noch einmal die Prozeduren hier in der Klinik durchgehen? Kurz und effizient, bitte. Natürlich. Wenn Patienten hereinkommen, beginne ich mit der Untersuchung, indem ich sie antippe. Oh. Dann schicke ich sie zur entsprechenden Behandlungsstation, indem ich diese antippe. Ich darf auch nicht auf diesen Schuh, der muss auf diesen Schuh. Anschließend beginne ich mit der Behandlung, indem ich ihn antippe. Wenn Sie schnell sind, Miss Hart, werden Sie anschließend mit Bonuspunkten belohnt. Richtig. Einige Patienten benötigen zusätzliche Behandlung. Oh. Oftmals erfordern Behandlungen, dass ich zuerst Gegenstände oder Instrumente hole. Weil manchmal muss ich den Patienten auch was vorspielen, ein schönes Lied. Oh, Entschuldigung, korrekt. Das ist korrekt. Jetzt kann ich Sie zahlen lassen und nach Hause schicken, nicht wahr? Aber Sie werden Ihre Station noch nicht schmutzig zurücklassen, oder, Miss Hart? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kabine makellos ist, damit Sie sich sofort wieder um den nächsten Patienten kümmern können. Weil das ist meine Kabine hier. Wenn Sie schnell und akkurat arbeiten, verwandeln sich die Herzen Ihrer Patienten in Gold und bleiben es auch. Goldherzen gehen nicht mehr verloren. Fahren Sie fort und senden Sie den Patienten zur Kasse. In Anführungsstrichen. Entsorgen Sie schnell jegliche Sicherheitsrisiken. Oh, hier war mich schon wieder ausgebrochen. Dann sehen wir mal, ob wir ihn fangen und Ruhe zurückgeben können. Das wäre vorerst alles. Herausforderungen. Erreiche 60 Punkte und schließe das Level ab. Also, das Spiel ist ein bisschen anders als die anderen Hearts Medicine Teile. Ich weiß nicht, ob ihr die gespielt habt oder bei Lizzie gesehen habt. Wenn nicht, ich empfehle euch, das bei Lizzie zu gucken. Das ist sehr lustig. Also nicht nur der Teil, alle anderen Teile auch. Es ist sehr unterhaltsam, hat Lizzie sehr, sehr gut gemacht. Ich zeige euch gleich mal, wie das hier ein bisschen anders ist, weil es ist ein Mobile-Port, was man auch relativ schnell merkt. Aber wir schauen mal. So, der möchte zum Stuhl. Der Stuhlgang quasi, so, dann leuchten wir dem einmal ins Ohr oder so. Und dann ist er fertig. So, er will auch auf den Stuhl. Auch mal ins Ohr leuchten. Fertig. Ist auch witzig, stell dir mal vor, im Krankenhaus ist direkt an der Straße, ihr geht rein, hier ist der Empfang. Und ihr werdet direkt im Warteraum behandelt quasi. Direkt hier die Stühle im Warteraum und das Bett, die Liege, Trage, ist auch direkt im Warteraum. Getrennt durch 3 Gräser hier. Naja. Ja, ist lustig. Also ist jetzt nicht äußerst realistisch. Das Spiel ist sowieso vom Realismus her sowieso natürlich nicht, ne. Okay, wir rufen den nächsten Patienten rein. Wir rufen direkt 2, da ist Oliver schon wieder. Doppel-Oliver. So, er will jetzt hier, sie muss untersucht werden. Mhm. Also, was heißt untersucht, sondern überprüft, weil das hier geleuchtet hat. Sie hat irgendwie Metall an sich. Oh. Wahrscheinlich die Brille. So, hallo, einmal leuchten. So, hier leuchten wir auch nochmal. In Schritt. So, 3 Sterne. Komm, letzten Patienten. Es gibt nämlich Bonuspunkte, wenn man die Patienten dann schneller ruft und dann halt mehr Zeit auf der Uhr übrig hat, weil
Die Patienten, die man in normalen Levels rufen kann, sind quasi endlich. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Patienten in jedem Level und die kann man halt nur schneller holen. Das heißt, die Patienten, die es gerade geholt habe, wären sonst gekommen, wenn ich bis dahin gekommen wäre. Aber das ist ja Quatsch. Deshalb schickt man die jetzt alle raus, lassen die alle bezahlen. Das habe ich nicht sauber gemacht. Ich hoffe, das ist dem jetzt egal. Das Nervigste an diesem Spiel ist eigentlich, dass man diese Animation nicht überspringen kann. So, neues Minispiel, Verband. Tipp, du kannst mit dem Anlegen der Verbände in jeder Richtung beginnen. Wenn das nicht unter Pechmagnet hilft persönlich ist. Ja, witzig. Es ist ein Wunder, dass du es morgens durch den Metalldetektor schaffst. Sei nicht so arrogant, du bist kein Stück besser als ich, wir sind beide Praktikantinnen. Der Unterschied ist, dass ich eine potenzielle Ärztin bin, während du eine potenzielle Katastrophe bist. Mach nicht zu viel Fehler beim Ausfüllen. Ah. Hi Schatz, geht's dir gut? Oh, hi Daniel, geht gleich wieder. Es geht wahrscheinlich schneller mit einer Umarmung, Baby. So, du hast gerade den Laden für die Klinik freigeschaltet. Den Läden kannst du Herz und Diamanten ausgeben, damit du damit Upgrade und damit Upgrades kaufen, die dir helfen, mehr Punkte zu erzielen. So, hier, das ist ein bisschen. Okay, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier meine mit Mobile-Spiel. Also, kann ich hier rauszoomen, bitte? Kann ich nicht. Okay, schade. Na gut, dann kann ich euch nicht so viel zeigen, weil ich muss erst was kaufen, damit ich rauszoomen kann. So, ich kaufe jetzt hier die Armschlingen und mehr kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Alles klar. Brumm, brumm. Darf ich jetzt rauszoomen? Nein, darf ich nicht. Okay, wir müssen halt immer mindestens einen Stern in einem Level haben, um die Bahn freizumachen fürs nächste Level. Und wir müssen halt hier bestimmte Anzahl an Sternen haben, um das nochmal, also es wird grindy, es wird sehr grindy, aber ich finde es sehr spaßig und naja, gut, wir gehen mal ins zweite Level. Nur eine Praktikantin. Booster haben wir nicht. Hier kann man die Herausforderung schon mal sehen. 3 Armschlingen auffüllen, das sollte zu schaffen sein. Die Klinik Mittwoch. Die heißt heute Mittwoch. Die Klinik Mittwoch. Kadetten! Opel, möchte jemand seine Überlegung zu diesem Patienten mit uns teilen? Das würde ich sehr gerne, Dr. Ömi, aber ich lasse den anderen natürlich erst den Vortritt. Es wäre ja zu schade, wenn sie keine Chance hat, sich zu beweisen, bevor ich die richtige Antwort gebe. Das ist sehr zuvorkommend von Ihnen, Miss Nakama. Miss Hart? Der Patient wurde eingeliefert mit, ich muss kurz nachsehen. Keine Spickzettel, Miss Hart, das ist die Highschool hier. Natürlich, nein, ich weiß das. Patient wurde eingeliefert mit einem brennenden Gefühl im Bauch, aber klagt über Herz. Sie wird definitiv in ihrer Prüfung versagen. Versagen. Wirklich? Hört sich mehr nach einem Allison Hart Versagen an. Natürlich der Wortwitz Hart Failure. Allison Hart Failure ist natürlich witziger im Original als in unserer komischen Sprache. Ich meine Herzrhythmusstörung, nicht Herzversagen. Entschuldigen Sie, Dr. Ermi, die beiden haben mich aus dem Konzept gebracht. Miss Hart, wenn Sie ernsthaft den Arztberuf ergreifen wollen, dann schlage ich vor, dass Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn Sie schon mal dabei sind, arbeiten Sie auch an Ihren Präsentationsfertigkeiten. Fülle 3 Armschlingen auf. Ach genau, der liefert jetzt hier die Armschlingen. Die besseren Armschlingen. So, wir holen direkt mal Leute rein. Hier, kommt Leute, kommt alle zu mir. So, tippe auf den markierten Bereich und ziehe den Verband zur gegenüberliegenden Seite, um die Wunde abzudecken. Das wäre dann alles. Danke, tschüss. Oh. So, du kriegst eine Armschlinge. Du Schlingel. Oh. Ich füll schon mal nach. So, können wir den nächsten schon mal holen, dass wir hier auch mal ein paar Punkte grabbeln. Mhm. Du willst ein Pflaster? 2 sogar. Eieiei, was hast du denn gemacht? Was hast du angestellt? Dann machen wir nochmal aufsammeln. Auffüllen, Entschuldigung, aufsammeln auch. Aber ich kann eigentlich auffüllen. So, damit haben wir die Herausforderung geschafft. Das ist sehr schön. Da ist der Oliver, den nehmen wir auch noch mit. So, du kriegst das. Du musst in den Aufzug. So, du möchtest in die Bettenetage.
Also ich hoffe jetzt mal, er will nicht aufs Bett, dann könnte ich alle hintereinander wegschicken. Das müssen wir mal gucken, wo er hin will. Er will nur eine Armschlinge, dann ist er fertig, wenn ich es an den Herzen richtig sehe. So, genau. Können nochmal nachfüllen. So, dann alle rausmachen. Ja, okay, ich habe es wieder nicht aufgeräumt, aber so bin ich halt. Ne? Trotzdem 5 Sterne, dann sind die 10 Punkte auch relativ egal. Die bringen natürlich mehr Punkte, die man wieder ausgeben kann im Laden für bessere Ausrüstung, dass man dann mehr Punkte kriegen kann. Also quasi jeder Punkt, den man kriegen kann, den sollte man schon mitnehmen. Aber jetzt gerade am Anfang die ersten Level, da teast einen das Spiel noch ganz schön. Guck mal, 5 Sterne. Irgendwann hängt man dann da, oh scheiße, nur 1 Stern. Möchtest du noch mehr? Hellerchen? Ich tut mir leid, es ist nur... Ich verstehe schon. Es ist gar nicht so einfach, sich in diesem neuen Krankenhaus einzuleben. 5 Sterne. Du bist ja wenigstens ein zugelassener Arzt. Ich habe mich noch nie mehr als nur eine Praktikantin gefühlt als hier. Wohin gehst du? Zigaretten holen. Ich dachte mir, dass du eine kleine Aufmunterung gebrauchen könntest. Beste Ärztin der Welt. Vielen Dank, Daniel. Das habe ich jetzt wirklich gebraucht. Hey, du hast schon viel Schlimmeres überstanden. Die letzte Nacht mit mir zum Beispiel. Viel schlimmer ist die Nacht davor erst. Wie in einem Krankenwagen eine Klippe hinabzustürzen. Oder eine Gehirnoperation während eines Feuers durchzuführen. Mir gefiel, wie das ausgegangen ist. Mir auch. So, wir haben jetzt Level Up oder wie es in diesem Spiel heißt. Ja. In diesem Spiel heißt es Spielerlevel hoch anstatt Level Up. Ich finde, alle Rollenspiele sollten das jetzt auch so übernehmen, dass überall Spielerlevel hoch steht. So, Flexhammer, das heißt, wir haben jetzt was freigeschaltet, 10 Diamanten, das, was wir Neues kaufen können im Laden. Wir können jetzt hier Tablettplatz, bla, Tempo, Hammer. Herzen sind, glaube ich, wichtig. Also, glaube ich nur, weiß ich sogar. Kann ich jetzt rauszoomen? Ich kann immer noch nicht rauszoomen. Okay, ist immer noch quasi Tutorial. Wir können jetzt hier, was haben wir hier? Ein Hamster-Level, genau, Meerschweinchen-Level. Das heißt, Karpaltunnel-Syndrom im rechten Zeigefinger, weil man Meerschweinchen klicken muss und sonst eigentlich nichts. Das sind irgendwie ein bisschen die ätzendsten Level. Es war ganz witzig. Aber es wird irgendwann halt echt anstrengend mit dem Klicken. Das tut dann irgendwann echt in den Fingern weh. Ich musste irgendwann schon mal aufhören, als ich das privat gespielt habe, weil einfach meine Finger so wehtaten. Wo ist der? Da. So, dann haben wir auch die Herausforderung geschafft. Das ist sehr schön. Nicht wichtig, aber schön. Na, okay, der ging nicht mehr. Aber egal, 5 Sterne. Wie gesagt, am Anfang kriegt man die ein bisschen hinterhergeschmissen. Ist so ein bisschen so wie der Dealer auf der Straße, der dir das erste Gramm Gras oder die ersten 5 Gramm Gras erstmal umsonst gibt. Und danach musst du dann, weiß ich nicht, anschaffen gehen. So ist das hier quasi auch. So, okay. Machen wir das noch. Was haben wir hier? Befehle von Ermi. Bringe 5 seiner Bestellungen. Alles klar. Ist aus dem Bonus-Level, ist aber quasi hier ganz normal. Nur, dass es ohne Story ist. Und es gibt halt noch eine extra Herausforderung quasi. So, wir haben noch das Band da bekommen, einen besseren Hammer, das ist sehr schön. So, mal einholen. So, da klingelt es wieder, der muss untersucht werden, abgetastet werden. So, du willst, oh, Entschuldigung, du willst was haben. Ja, hallo? Ja, gib ihm das jetzt erstmal. Ich wusste nicht, dass ich nur einen Tablettplatz habe. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Oh. So. Gut, der ist gar nicht Gold, der eine, weil ich Scheiße gebaut habe. Das ist Kacke, dann hauen wir die mal schnell weg. Mhm. Aber manche, diese Klicks sind manchmal so ungenau, das ist sehr schade. Oh, jetzt war ich clever und habe nur den einen weggeschickt. Mhm. Geil. Ich bin echt klug. So, du willst zu den Babys. Ich hoffe, du darfst da auch hin. So, erstmal du. Dann du.
Dann du. Dann du. Ist wieder nicht Gold. Der Ermi nervt. Oh. Oh. Aber 5 Sterne haben wir, das ist sehr gut. Seine Bestellungen haben wir auch geliefert. So, das war auch der letzte Patient. Dann räumen wir jetzt sogar mal auf. Füllen noch nach, was aber nichts bringt. So, zack, fertig. 5 Sterne, Herausforderung und Hamster, mehr Schwein, was auch immer. Ist das nicht schön? Ich hoffe, ihr hört gerade die Glocke läuten und ihr seid so genervt davon wie ich. So, 5 Sterne, yay. So, jetzt haben wir auch das Puzzleteil. Du hast ein Charakterpuzzle erreicht. Tippe auf den Knopf, um den Puzzlebildschirm zu öffnen. Du verdienst Puzzleteile, indem du die Herausforderung jedem Level abschließt. So wie es aussieht, hast du bereits ein Puzzleteil gesammelt. Nein, ich habe 4 gesammelt. Zieh es auf der Puzzle und leg es auf die richtige Stelle. So, du kommst dahin. Wunderbar, mit dem Abschluss eines Charakterpuzzleteils eine wunderschöne Story-Szene frei. Ja, wunderschön ist jetzt natürlich Ansichtssache, aber man schaltet sie auf jeden Fall frei. Das, so weit ist es richtig. So, wir müssen jetzt auch 3 Kassenkombos in diesem Level erzielen. Genau. Keine Ausnahmen, 3. Schicht. Die Klinik Freitag. Wir sind also wieder in einer anderen Klinik. Immer in der Klinik Mittwoch, sind wir in der Klinik Freitag. Wie Sie wissen, werden Noten, die Sie in dieser Rotation erhalten, zu 75% zu Ihrer Abschlussnote angerechnet. Was auch immer das heißt. Hurra! Drei Minus? Aber ich habe so intensiv gelernt. Ich habe mir das gesamte Lehrbuch durchgelesen. 2-mal. Vielleicht hätten Sie das optionale Zusatzmaterial auch lesen sollen. Den DLC zu diesem Buch hätten Sie auch kaufen sollen. Ich kaufe optionales Zusatzmaterial. Ja, das wollte ich dir eigentlich sagen. Hat schon vergessen. Ich habe es gelesen, es war echt super. So, könnte ich... Es gibt keine Wiederholungen. Aber das bedeutet, dass ich für den Rest meiner Rotation eine 1 plus brauche. Viel Glück, selbst ich habe noch nie mehr als eine 1 von Ermi bekommen. Die 3 Kassenkombos, sagt er. Die Herausforderung war quasi von ihm. Er sagt, ey, mach mal 3 Kassenkombos. Also ich bin zwar nur der Sicherheitsfregel, aber ja, ich sag dir, was du zu tun hast. Weißt du Bescheid. Pflaster. Hallo? Pflaster, Pflaster, Pflaster. So, haben wir hier Kombo Nummer 1. Oh. Ach nee, ach so, das ist wieder blöd übersetzt. Okay, also eine Dreier-Kombo hätte quasi auch gereicht, oder was? Stehe ich das richtig blöd? Oh. Also, Entschuldigung, kann ich schon mal hingehen? Oh. Oh. Oh, der will in die Rollstuhlabteilung, das ist richtig, weil da gehört er hin, weil der kann ja nicht mal einen Aufzugknopf drücken. So, da haben wir die Herausforderung und 5 Sterne, was ein Zufall. Oh. Welche grandiose Schicksalsfügung des Schicksals. Man hat auch in den anderen Teilen immer gesehen, was man noch so in der Queue hatte, ne? Was man geklickt hat. So 1, 2, 3. Oder verwechsel ich das gerade mit Dings hier, Herkules. Ich meine, das wäre hier auch gewesen. Das wäre halt auch echt sinnvoll und nützlich. Was ist schon sinnvoll und nützlich? Papierkram. Tipp, du kannst sofort damit weitermachen, das nächste Formular auszufüllen. Geil. Es tut mir leid, ehrlich, aber der Vortrag möchte ich nicht in die Notenvergabe ein. Keine Ausnahme. Aber sehr gut, dass du hier bist, denn leider ist die 3 Minus nicht dein einziges Problem. Du stinkst außerdem. Ich habe mir deine Unterlagen angesehen. Du hast einen ziemlich großen Rückstand im Gehirn. Dein Studium hat schon viel zu viel Zeit eingenommen. Aber es ist natürlich auch viel passiert, Herr Brandt, Little Creek. Das Little Creek war kein Lehrkrankenhaus, die ist hier aber schon. Du musst vor dem Semester in die 4 weitere Rotationen abschließen und die Autoprüfe ablegen. Wenn du diese Auflage erfüllst, hast du keinen Medizinabschluss. Kein Abschluss? Ich tue mir leider gar keine Ausnahme. Achte einfach darauf, dass der Priorität richtig ist.
sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Mein Privatleben? Ganz offen gesprochen, von einer Frau im medizinischen Beruf fällt zu einer anderen. Ich empfehle dir dringend, deine Beziehung mit deiner nochmal zu bedenken. Dieser Mann zieht dich und jeden und alles um ihn herum in den Abgrund. Ich würde das nur sehr ungern sehen, dass es mit dir geschieht. Du hast genug Sterne gesammelt, um das Schloss zu öffnen. Brich es jetzt auf. Jetzt kommt, bereitet euch vor auf den besten Soundeffekt, den ihr jemals in irgendeinem Spiel gehört habt. Einfach grandios, Achtung. Was soll das sein? Glückwunsch, du hast einen neuen Bereich der Karte freigeschaltet. Zoome einmal heraus. Endlich darf ich rauszoomen. Sehr schön. So, alles klar. Okay, ja, genau. So sieht das dann hier im weiteren Verlauf so aus. Es geht also noch einiges. Wird hier vor uns liegen und wir schauen uns mal hier dieses geile Ding an. Das letzte Puzzle da rein. Jetzt kriegen wir, weiß ich nicht, einen Diamanten und sehen uns die geile Story von Javi an. Und weil der Sensor piepst, dann muss ich nachsehen. Guten Morgen, Javi. Guten Morgen, Dr. Sam. Es tut mir leid, ich muss sie leider durchsuchen. Aber ich arbeite hier als Chirurg und ich bin ein Mühlein. Ich weiß, bitte strecken Sie Ihre Arme aus. Das ist unerhört. Sie haben Sam ohne Durchsuchung passieren lassen. Sie ist eine nette Dame. Und was bin ich dann bitte? Keine nette Dame. Alles in Ordnung. Und so sorgt Papa dafür, dass das Krankenhaus sicher ist. Aber jetzt zum wichtigsten Teil des Tages. Horoskope lesen. Seite 2, Wassermann, hier ist es. Sie werden auf unerwarteten Reichtum stoßen. Das wird mein Glückstag, vielleicht kann ich endlich ein neues Auto kaufen. Oder ein neues Haus für Großmutter, oh, und eine wunderschöne Kette für deine Mama. Und was würdest du kaufen, Sohnemann? Denke gut nach, das ist eine wichtige Entscheidung. Bon, bon. Du hast doch noch höhere Ziele bestimmt, der Sohn, oder? Aber ich mag Bonbons. Guten Morgen, Dr. Sophia. Wie geht es dem Baby heute? Ja, gut, danke, Javier. Ist das Ihre? Nein, behalten Sie ihn bis später. Eine vierte Dollar. Nicht ganz der Reichtum, den ich mir erhofft hatte. Sie? Ich kalte mir automatisch komme. Ich hab dich lieb, Papa. Pleite, aber reich. Okay. So, machen wir noch ein Spielerlevel hoch. Von 2 auf 3. Wir können Max Vorrat plus 1, wenn die Maxe mal ausgehen. Ja, die Diamanten. Also ja, Diamanten braucht man relativ selten in der Desktop-Version. Und was auch fies ist, in der Mobilversion kann man nämlich nach jedem Spiel einen 20 bis 30 Sekunden Werbung gucken und verdoppelt einfach mal seine Punkte, seine Herzen. Das heißt, man kommt eigentlich viel schneller voran. Dafür kommt man auch wieder langsamer voran, weil man Energie hat. Und man kann halt nur so und so viel Level pro Tag spielen, dann muss ich die Energie wieder regenerieren. Naja, das soll es gewesen sein mit Hartz IV Medicine. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss, Jan. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Jan.